Sie sind wahrlich gut zu Fuß, die Fußballer vom TSV Graupa. Wie bei so vielen anderen Vereinen auch, wurde die mannschaftssportarme Zeit mit einer Lauf-Challenge überbrückt. Aus einer fixen Idee wurde rasch ernsthafter Sport. Und haben dann einfach gesagt, wir machen das direkt als Challenge, direkt mit einem kleinen Wettkampf, wir probieren zwei Gruppen zu machen. Und ja, da haben sich dann erstmal in den Teams gefragt, wer würde alles mitmachen. Und letztendlich haben sich, ich glaube, 22, 23, 24 Teilnehmer gemeldet. Gelaufen wurde, wann immer es geht. Egal wie das Wetter auch war, im April schnürten die Fußballer aus Graupa die Laufschuhe. Die 24 Leute sind Spieler der ersten, zweiten und dritten Mannschaft, beziehungsweise einer, der eigentlich bei den alten Herren mitspielt, der aber in der zweiten, dritten Mannschaft immer aushilft, wenn Not am Mann ist. Und Sven Orminski war der kleine Muck aus Graupa. Fast jeden Tag rappelte er sich auf. Mehr als 400 Laufkilometer brachte der 36-Jährige in die Wertung ein. Ich selber musste auch wirklich den inneren Schweinehund mehrfach überwinden. Also es gab Tage, wo ich dreimal am Tag wirklich laufen gegangen bin. Vor der Arbeit, zwischen der Arbeit, nach der Arbeit. Einfach um auf eine große Summe am Tag auch zu kommen. Insgesamt kamen in Graupa stolze 5048 Laufkilometer zusammen. Die Trainer honorierten den Einsatz mit jeweils 150 Euro. Hinzu kamen Spenden der Läufer. Was folgte, war ein Anruf in der Kita Regenbogen. Es war ein freudiger Moment, weil in letzter Zeit sind die Anrufe eher negativer Natur, beziehungsweise eher stressiger Natur. Und das ist ja mal was Schönes und es kommt den Kindern zugute. Und jetzt wurde der Spendencheck überreicht. 1.111,11 € gehen an den Kindergarten in Graupa. Geld, das ganz sicher eine sinnvolle Verwendung findet. Wofür soll es genutzt werden? Auf jeden Fall für unseren Außenbereich. Der sieht an sich sehr, sehr schön aus, aber hat Potenzial nach oben. Sprich, es soll naturnaher werden. In Anlehnung an die hiesigen, ich sag mal, Wälder und Freiflächen. Es sollen mehr Sträucher entstehen, damit diese Kinder sich verstecken können. Es sollen sich aber auch Insekten wie auch Bienen ansiedeln können. Wir wollen unsere Hochbeete gerne noch erweitern, um noch mehr anzubauen. Wir wollen das Element Wasser gerne noch mit reinnehmen. Also richtig erschlossene Matschstrecken in Form eines Bachlaufs. Wir wollen gerne eine Feuerstelle. Das ist so unser ganz großes Großprojekt, wo das ein guter Beitrag ist, um das umsetzen zu können. Mission erfüllt, Ziel übertroffen. Jetzt aber wird es Zeit, dass die Fußballer endlich wieder auf den Platz dürfen. Denn Laufen auf Dauer will hier niemand zurecht.